Leute, wieder ein neues TRK Styling Projekt. Ja. Unser erster Jeep Wengler, den wir umbauen werden, bekommt eine Höherlegung, 2,5 Zoll, bekommt ein paar Felge, 17 Zoll mit 33 x 12,5, Offroad-Reife. Was wird noch gemacht? Boller Abgasanlage. Ja. Und was ganz geil ist, bekommt, können wir reingucken, bekommt ein anderes Radio rein. Also bekommt so ein doppelten Umbauradio rein. Also wie gesagt, das ist unser erster Jeep, den wir mal umbauen oder ein bisschen verfeinern wollen. Bekommt noch ein Cold Air Intake, ja, noch eine Abstimmung auf dem Prüfstand. Hat den 3,6 Liter Motor drin, so wie er im Challenger und im Charger bekannt ist. 286 PS meine ich, 286 oder 284. Ja, also haben wir richtig Bock drauf, also wird richtig schön. Könnt ihr jetzt mal kurz laufen lassen, jetzt hört es unspektakulär an, dann kommt eine Boller-Anlage. Ja, also wie gesagt, ist jetzt noch komplett Serie das Fahrzeug. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Ja, das wird schon bald enden. Ja. Hast du irgendwelche Fragen, Marco? Nö. Gar nichts? Gerade im jetzigen Moment nicht. Hast du alles beantwortet? Auf einmal? Alles, was innen drin, außer Radio, wird da irgendwas geändert? Ja, innen drin soll er so Ledersitzbezug haben, weil der hat Stoff. Und ja, das soll für den Kunde ein bisschen Spaßauto werden. Du kannst ja hier das Tagerdach kannst du einzeln rausnehmen. Und könntest auch hinten nochmal das Hardtop abschrauben. Mit 6 Schrauben sind es und 2 Stecker abmachen. Und dann hast du halt ein komplettes Cabrio, gell? Und deswegen sollen hier so Lederbezüge rüber, ja? Ja. Aber äußerlich nee. Farbe, Folierung oder? Nee, erstmal nichts. Also wie gesagt, der wird einmal komplett aufbereitet und gemacht. Haben jetzt durchgeguckt, also hat neue TÜV bekommen, das Auto. Ja, was er bekommt noch, ist eine kurze Antenne. Stimmt, siehst du? Eine kurze Antenne bekommt er. Dann bekommt er vorne LED-Scheinwerfer, weil das ist ein US-Modell hier. Hat Halogenscheinwerfer drin, so Silhouette-Bienen-Scheinwerfer. Und den bauen wir halt vorne mit LED-Beleuchtung um. Klar, klar, Scheinwerfer, LED-Beleuchtung. Und nur vorne ja. Hinten. Genau, hinten bleibt er. Also hinten bekommt er eine LED-Kennzeichenleuchte und Nebenschluss- und Rückfahrleuchte, ja. Nee, aber ansonsten wird er, na klar, hinten auf europäische Normen oder ist hinten auf europäische Normen umgerüstet worden, ja. Wie gesagt, die Scheinwerfer vorne sind jetzt noch normal mit E-Prüfzeichen, so 7 Zoll Scheinwerfer und die kommen jetzt aus LED, werden sie nachgerüstet. Mit so Hello-Ringen, also es gibt auch mal ein bisschen schönere Optik. Also die Scheinwerfer sind auch schwarz innen drin, das Ganze noch mal ein bisschen böse ausschauen, ja. Ja, und stimmt, ja, so Kleinigkeiten. Ich meine, wir können ja mal so vorher, nachher, kannst du ja einmal mal rumgehen, wie er jetzt, das hässliche Endline, wie er jetzt aussieht und später, nachdem er in der TRK-Styling-Schönheitskur war, wie er dann aussieht, ja. Also hier kommt auch noch ein schwarzes Gitter rein, ja. Also den wollen wir noch ein bisschen, dass du so da nicht reingucken kannst. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, wir gucken jetzt mal mit Felgen und Reifen, wie es aussieht. Waren am Überlegen, ob wir noch ein paar Offroad-Stoßstangen dran machen, aber. Ja, es sieht schon so normal aus. Ja, es sieht jetzt so zu normal aus, aber wie gesagt, das wird sich bald ändern, ja. Ja. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, was wir erwähnen könnte, ist, wir haben hier noch einen Dano, einen Sportwengler in Orange. Und ich glaube, wir bekommen die nächsten Tage noch 2 Autos rein. Also wer Interesse auf so ein Auto hat, ja, ist klein, wenn nicht komplett geländegängig. Und man hat ein Cabrio, der hat jetzt schon so ein Softtop drauf. Also man kann es noch schneller runternehmen. Der kann sich bei uns melden. Also die Fahrzeuge haben alle nicht viel gelaufen, haben alle den 3,6 Liter Benzinermotor drin. Ja, also. Wie gesagt, wer Bock auf sowas hat, gerne vorbeikommen, können auch gerne uns mal reinsetzen, Probefahrt machen. Einfach melde. Ja. Servus, film den mal. Film mal, guck mal. Gut. Hat weggeguckt. Der ist kamerascheu, Marco. Du hast den verängstigt. Du kannst nicht einfach auf die Öffentlichkeit die Leute filmen. Was ist denn mit dir los? Geht alles. Ja. Also. Mal winken die Leute mal. Ja. Nee, der wollte nicht. Der war. 3 Tage später. So Leute, ja, heute haben wir weitergemacht mit unserem Wengler-Projekt oder angefangen eher gesagt. Die Boller-Abgasanlage ist drauf. Ja, hört sich auch gut an schon. Der bekommt noch eine Ansaugung drauf, so ein Cold Air Intake.
dann gibt es noch ein bisschen mehr Sound. Ja, und dann geht es weiter Schritt für Schritt, gell? Höherlegung, Felge. Ja. Also wir haben noch einiges zu tun und wenn er komplett fertig ist, stellen wir ihn euch mal vor. Ja, unser Wrangler-Projekt. So Marco, pass auf, die Flamme komme. Thank you.